Hallo Leute, ich mache heute Hamburger. Und dafür brauchen wir wieder die Küche. Ich habe hier schon mal eine Zwiebel in Würfel geschnitten. Hier habe ich die ganzen Zutaten: ein Kopfsalat, Hamburgerbrötchen, Tomaten, eine Gurke brauchen wir und Essiggurken. Für die Soße brauchen wir Ketchup, Mayo und Senf. Ich nehme Schweinehackfleisch, weil ich mag kein Rinderhackfleisch. Ich mag auch kein gemischtes Hackfleisch, weil da halt Rind dabei ist. Und ich esse einfach kein Rindfleisch. Ich mag das nicht. Ich finde Rindfleisch nicht lecker und ja, ich finde Kühe süß. Also ich esse auf jeden Fall kein Rindfleisch, deswegen habe ich Schweinefleisch genommen. Ihr könnt natürlich auch Rindfleisch nehmen oder gemischt, je nachdem, wie es ihr wollt. Ich finde es mit Schweinefleisch halt leckerer. Und ich mache jetzt das Hackfleisch an. So, dazu brauchen wir erstmal eine Schüssel. Und ich persönlich tue immer das Hackfleisch ein bisschen abwaschen. Ich weiß nicht, warum ich wasche eigentlich alles ab, was Fleisch und so. Eigentlich fast alles. Genau aus dem Grund. Weil ich mag das einfach nicht, wenn da so übelstes eklige Blut dann an mein Hackfleisch runterläuft. Und es geht alles in mein Essen rein. Deswegen wasche ich das immer jetzt ein bisschen ab. Dadurch wird es auch dann etwas saftiger, wenn man es ein bisschen abwäscht. Das kommt jetzt in die Schüssel rein mit den Zwiebeln. Eine Zwiebel habe ich geschnitten. Ab. So. Das Brett braucht man dann später noch mal. Was ist durch den Müll? So, da brauchen wir ein Ei. Sieht voll komisch aus, Leute. Seht ihr das? Voll komisch. Da brauche ich jetzt erstmal ein Glas. Ich erzähle euch jetzt auch warum. Da man grundsätzlich niemals ein Ei in den Essen reinschlagen sollte, das müsst ihr euch echt mal angewöhnen, das ist besser so, glaubt mir. Mir ist es schon ab und zu passiert, dass das Ei einfach schlecht war und dann war das ganze Essen verdorben. Deswegen erst im Glas rein und dann riecht man das ja auch, ob das gut ist oder nicht. Und das, ja, das ist richtig ganz normal, stinkt nicht, also kann man es reinschütten. So. Ich weiß nicht, wie ihr euer Sachen würzt. Ich nehme Paprika, Gewürz, Edelsüß, Salz, Pfeffer, Curry und Salatkräuter. Dann würze ich das immer. Ich fange immer bei Salz an. Dann bei Pfeffer. Buch, beim Curry. Also es ist je nach Geschmack, ich finde es halt mit den Zutaten am besten. Es ist jedem das seine, wie ihr das
würzt. Also ich finde es halt so richtig geil. So. Und Salatkräuter. So, da kommt jetzt noch Semmelbrösel rein oder Paniermehl. Also ich mache das immer nach Gefühl. Einfach ein bisschen rein. Und dann knete ich das jetzt durch. Jo, ich knete das jetzt mal durch, bis es komplett durchgeknetet ist. Und dann melde ich mich wieder. So, ich habe das jetzt gemischt. Dann nehmt ihr etwas von der Masse. Und macht so dicke, also so dick wie ihr wollt. Mal schauen, wie dick ihr das haben wollt. Also ich mache es jetzt nicht zu dick, weil ich noch frisches Gemüse drauf mache, also Gurke, Tomate und alles. Und das wird dann zu dick. Also ungefähr so. Und das kommt dann auf so einen Teller. Und das machen wir jetzt einfach weiter. Hackfleisch leer ist. So, das mache ich jetzt mit dem restlichen Hackfleisch auch noch. So, ich habe jetzt die alle geformt, habe jetzt Öl in die Pfanne rein, habe den Ofen vorgeheizt für die Brötchen, weil ich werde die Brötchen ein bisschen ausbacken noch, dass sie ein bisschen knuspriger sind, weil ich mag das nicht, wenn die so verlatscht sind. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt, ihr könnt die auch so essen. Ich mag sie aber knuspriger haben, deswegen mache ich das schon mal. So, das wird jetzt angebraten. Und die werde ich dann auch nochmal im Ofen reintun. Ich werde jetzt 3-3 machen, also 3-mal braten, also braten. Dann werde ich die auch nochmal in den Ofen reintun, damit die warm bleiben. Und ja, das brate ich jetzt an. Und in der Zeit, wo das angebraten ist, werde ich jetzt die ganzen Sachen schneiden. Den Salat, den werde ich nicht schneiden, den werde ich einfach in so Stücke abreißen, so in so großen Dingern. Werde es dann waschen und dann ist das schon fertig. So, ich habe jetzt alles in Scheiben geschnitten. Und die Hackfleischküchle, die sind da unten drinnen. Oben wären gleich die Brötchen-Ding, aber die Brötchen, die dauern nicht so lange. Die dauern höchstens 2 Minuten. Und ich werde jetzt die Soße machen. Und zwar brauchen wir da erstmal ein bisschen Ketchup. Mayonnaise. So. Und dann nehme ich noch ein bisschen Salatcreme dazu. So. Und jetzt noch ein bisschen Senf. Da muss ich jetzt wieder einen neuen Löffel nehmen. Weil ich dumm war. Ich hätte den Löffel nicht reintun dürfen.
So, dann nehme ich ein bisschen Senf. So, erstmal 2 Löffel. Das verrühre ich jetzt. So, jetzt muss ich mal probieren. Ja, also fehlt noch ein bisschen Senf. Noch ein Senf. Und noch ein bisschen Mayonnaise rein, wenn da was rauskommt. Wenn nicht, dann neben der Salat. Ding, wenn da was rauskommt, kommt auch nichts raus. Ah, jetzt kommt's Weiße raus. Hier, man muss nur ein bisschen schütteln, dann kommt das Weiße auch schon raus. Das sollte jetzt nicht zweideutig sein, Leute. Nein, überhaupt nicht. So, dann rühren wir das jetzt mal ein bisschen. Karussell! Ja, machen wir so weiter, bis alles runterfällt. So, das probiere ich nochmal. Ja. So, und dann ist die Soße fertig. Und jo. Jetzt warte ich ein bisschen, bis meine Mutter kommt. Dann werde ich die Brötchen reinmachen. 2 Minuten dauern die. Und dann werde ich ihn belegen. Genau, Hamburger. So. Brötchen war jetzt im Ofen. Man erkennt zwar nicht, dass es im Ofen war, aber es ist auf jeden Fall knusprig. Kurzes Ding: Ich habe meinen Radler in den Gefrierschrank getan und schaut euch das an, Alter. Es ist einfach Eis geworden. Ich habe jetzt Radlereis, Alter. Okay, ich werde das jetzt schnell belegen. Erstmal Brötchen aufschneiden. So, erstmal Brötchen aufschneiden. Dann erst den Salat auf das Brötchen. Und dann eine Frikadelle drauf. Und jetzt so mache ich die Soße drauf. Also ihr könnt das auch andersrum machen. Ich mache das immer so rum, dass die Sachen besser drauf halten bleiben. So, Zwiebel. Paar kleine Gurken. Große Gurke. Und eine Tomate. Da tue ich jetzt wieder ein bisschen Soße drauf. Und dann tue ich das Brötchen wieder drauf. Und dann habe ich meinen Hamburger. Und ich lasse ihn mir jetzt richtig schmecken, Leute. Haut rein, Leute. Und schön abonnieren für mehr Videos. Ich hab euch alle lieb.